Wie formulieren Sie Patentansprüche? 5 grundlegende Prinzipien und die 12 häufigsten Fehler. Ich bin Rolf Klesen, veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, wie Patentansprüche formuliert werden, vor allen Dingen, wie ich das mache. Ich erkläre 5 grundlegende Schritte, wie man zu den Patentansprüchen kommt und die 12 häufigsten Fehler. Zum Schluss erkläre ich meine Lieblingsstrategie, wie ich einen wirklich starken Satz Patentansprüche für eine Erfindung erhalten kann. Erstmal ein paar grundsätzliche Überlegungen. Patentansprüche spielen ja nachher vor allen Dingen bei einer Patentverletzung eine Rolle. Also muss ich die Patentansprüche so formulieren, dass ich einen Verstoß gegen diese Patentansprüche auch leicht nachweisen kann. Wenn ich also einen Patentanspruch zum Beispiel auf eine komplexe Polymermischung richte, dann wird es nachher im Verletzungsprodukt sehr schwierig werden, genau jede einzelne Komponente in einem komplexen Polymergemisch nachzuweisen mit analytischen Methoden. Außerdem muss man natürlich bei der Formulierung von Patentansprüchen immer im Kopf haben, wie ein potenzieller Verletzer diese Patentansprüche umgehen könnte. Man muss sich also in die Lage des möglichen Patentverletzers versetzen, der eben diesen Patentanspruch liest und überlegt, wie kann ich diesen Patentanspruch am einfachsten umgehen. Nun aber zu den aus meiner Sicht 5 grundlegenden Prinzipien bei der Formulierung von Patentansprüchen. Nummer 1. Was ist überhaupt die Erfindung? Was ist die Erfindung? Was sind Teile der Erfindung? Was sind alle Details der Erfindung? Gibt es vielleicht mehrere Versionen der Erfindung? Ich als Patentanwalt muss die Erfindung bis ins kleinste Detail genau verstanden haben und im Idealfall auch anhand eines Ausführungsbeispiels mal ganz konkret vom Anfang bis zum Ende jeden kleinsten Schritt genau verstanden haben, wie die Erfindung gemacht wird, funktioniert, eben alles an der Erfindung einmal verstanden haben. Versuchen Sie, so viele Varianten der Erfindung wie möglich zu identifizieren, auch wenn der Erfinder Ihnen diese ganzen Varianten gar nicht mitgeteilt hat. Das zweite Prinzip: Führen Sie eine gute Recherche nach Stand der Technik durch. Identifizieren Sie die wichtigsten Dokumente, die Sie gefunden haben bei der Recherche nach Stand der Technik, und dann identifizieren Sie zu jedem dieser Dokumente möglichst viele Unterschiede dieser Lösung aus dem Stand der Technik im Vergleich zu Ihrer Erfindung. Das dritte Grundprinzip: Wählen Sie die zweiteilige Anspruchsfassung. Die zweiteilige Anspruchsfassung, dass es eine Präambel, einen allgemeinen Teil in einem Patentanspruch gibt und einen kennzeichnenden Teil. In der Präambel steht die allgemeinste Definition oder der Oberbegriff der Erfindung. Möglichst allgemein gehalten, geht es zum Beispiel um ein Kraftfahrzeug, dann steht da eben Kraftfahrzeug. Dann wird üblicherweise die Formulierung dadurch gekennzeichnet, das gewählt, um dann den kennzeichnenden Teil einzuleiten. Und dort setzt man ein Merkmal oder eine Merkmalskombination rein, die die Erfindung in einer möglichst breiten Form vom Stand der Technik abgrenzt. Man muss sich das Wissen auf diesem speziellen technischen Gebiet so als Wissenslandkarte vorstellen. Und da gibt es bekannte Flächen und weiße unbekannte Flächen, und die Erfindung ist irgendwie halt ein Punkt in dieser weißen Fläche. Und die Aufgabe ist es eben, mit diesem Patentanspruch, mit dem kennzeichnenden Teil, möglichst viel von dieser weißen Fläche auszuschneiden, damit eben nicht jemand, der nur ein klein wenig anders macht als die Erfindung, aus dem Patent rauskommt. Das vierte Grundprinzip: Sind alle Funktionen und alle Merkmale der Erfindung in irgendeiner Form logisch, physisch irgendwie verbunden? Wenn die einzelnen Teile der Erfindung nicht miteinander verbunden sind, also nicht logisch irgendwie zusammengehören oder physisch miteinander tatsächlich verbunden sind, dann kann der Prüfer oder das Patentamt den Einwand der Uneinheitlichkeit erheben. Und dann kann der Anmelder gezwungen werden, die Patentanmeldung aufzuteilen in die verschiedenen Erfindungen, die eben nicht miteinander verbunden sind. Das fünfte Grundprinzip: die Anspruchskategorien. Haben Sie alle Anspruchskategorien ausgereizt? Es gibt zum Beispiel die Produkt- oder Erzeugnisansprüche, dann gibt es die Verfahrens- oder Methodenansprüche,
Dann gibt es die Verwendungsansprüche und genau genommen stellen Sie sich einfach die Erfindung im gesamten Lebenszyklus der Erfindung vor. Also nehmen wir an, es geht um ein spezielles Formteil aus einem Kunststoff, dann kann man sich vorstellen, es gibt eben erstmal eine Monomermischung, falls es darauf ankommt. Dann kann diese Monomermischung in einem Verfahren, das kann auch beansprucht werden beispielsweise, in einen ausgehärteten Kunststoff überführt werden und dieser Kunststoff wiederum kann verwendet werden für die Herstellung von bestimmten Formteilen. Also kann auch das Herstellungsverfahren für die Formteile wieder eine Rolle spielen. Dann können auch die Formteile selbst wieder beansprucht werden. Sie sehen, da kann man auch aus jeder Anspruchskategorie möglicherweise mehrere unabhängige Ansprüche formulieren. Dabei muss man darauf achten, dass alle Ansprüche durch die gleiche erfinderische Idee miteinander verbunden sind, denn sonst wird es oft beanstandet von den Ämtern, dass es eben in einer Anspruchskategorie mehrere unabhängige Ansprüche gibt. Das muss man halt gut begründen. So, kommen wir zu den Fehlern, die man machen kann. Ich habe mir mal 12 Fehler ausgedacht, die mir immer mal wieder auffallen bei Patentansprüchen. Erster Fehler: Schreiben Sie in einem Patentanspruch nie mehr als einen Satz. Oft genug habe ich bei gegnerischen Patenten gesehen, dass vor allen Dingen der Anspruch 1 manchmal 2 Sätze enthält. Das wird als unklar im Prüfungsverfahren beanstandet und später kann das zu Problemen führen, weil dann der zweite Satz nicht mehr als beschränkend angesehen wird, möglicherweise, sondern eben nur der erste Satz im Patentanspruch zählt. Zweiter häufiger Fehler, das Wort und. Natürlich kann man das Wort und in Patentansprüchen verwenden, natürlich auch, wenn man eine Auflistung von verschiedenen Begriffen mit und verknüpfen will. Benutzen Sie das Wort und allerdings nicht mehrfach in dieser Liste, sondern nur vor dem letzten Wort dieser Liste. Sonst kann das später eben bei der Auslegung des Patentanspruchs zu Unklarheiten und Schwierigkeiten führen und möglicherweise nachteilig für den Patentinhaber ausgelegt werden. Der nächste Fehler, die Übergangsklausel vom allgemeinen Teil im Patentanspruch zum kennzeichnenden Teil. Ich hatte vorhin schon dadurch gekennzeichnet, das erwähnt. Es gibt aber auch andere Varianten, wie zum Beispiel enthaltend oder bestehend aus oder haben. Und hier möchte ich ganz klar mal den Unterschied darstellen. Wenn man schreibt enthaltend, dann folgt beispielsweise eine Substanz oder eine Liste von Substanzen, die in einer Zusammensetzung zum Beispiel enthalten sein können. Das schließt aber nicht weitere Bestandteile aus. Enthalten heißt nur, dass die folgenden Dinge in der beispielsweise Zusammensetzung enthalten sind. Und es ist eben eine offene Aufzählung. Das heißt, es können weitere Bestandteile auch enthalten sein. Wenn man schreibt bestehend aus, dann ist die Erfindung auf die Zusammensetzung beispielsweise mit diesen weiteren aufgezählten Bestandteilen beschränkt. Und wenn ein Verletzer das Patent umgehen kann, dann kann er das relativ leicht tun, indem er eben einfach einen weiteren Bestandteil dieser Zusammensetzung beifügt. Übergangsfloskeln wie zusammengesetzt aus oder haben werden hin und wieder als unklar beanstandet und dann ist es schwer, die durch eben andere Klauseln oder Floskeln zu ersetzen, weil sie eben nicht ursprünglich in den eingereichten Unterlagen offenbart sind. Also diese Übergangsphrasen wie haben oder zusammengesetzt aus möglichst vermeiden und durch Übergangsfloskeln wie dadurch gekennzeichnet das oder enthaltend ersetzen. Nächster Fehler: inkonsistente Terminologie. Es ist ganz wichtig, in einer Patentanmeldung den gleichen Gegenstand, das gleiche Merkmal immer mit dem gleichen Begriff zu bezeichnen. Also nicht einmal von Auto und einmal von Kraftfahrzeug und einmal von Fahrzeug und einmal von Landfahrzeug sprechen, es sei denn, man will ganz bewusst einen Oberbegriff und einen Unterbegriff einführen. Wenn man allerdings immer genau das Gleiche meint, sollte man auch immer genau einen einheitlichen Begriff durch die ganze Patentanmeldung hinweg verwenden. Nächster Fehler: ein Ergebnis beanspruchen. Versuchen Sie zu vermeiden, ein Ergebnis zu beanspruchen, als die technischen Konzepte
dieses Ergebnis zu erreichen. Eine ergebnisorientierte Sprache wird häufig als unklar beanstandet und da eben keine Alternative oft dann in der Anmeldung offenbart ist, kann man diesen Fehler dann schlecht heilen. Denn wenn man das beanstandete Merkmal dann aus dem Anspruch entfernt, dann hat man einen breiteren Schutzbereich beansprucht, als ursprünglich in den eingereichten Unterlagen offenbart ist. Und dann verstößt das in Europa eben beispielsweise gegen Artikel 123 EPÜ. Nächster Fehler: zu wenige Details oder Merkmale im Patentanspruch. Lassen Sie keine Merkmale aus dem Patentanspruch weg, die notwendig sind, um diesen Patentanspruch nacharbeiten zu können und den Patentanspruch vom Stand der Technik abzuheben. Nächster Fehler: zu viele Details, zu viele Merkmale. Lassen Sie alle Merkmale aus dem Patentanspruch weg, die nicht zwingend notwendig für die Nacharbeitbarkeit der Erfindung sind und die nicht zwingend notwendig sind, um die Erfindung, um den Gegenstand des Patents vom Stand der Technik abzuheben. Nächster Fehler: abhängige Ansprüche, die den unabhängigen ersten Anspruch zum Beispiel erweitern oder diesem Anspruch widersprechen. Nächster Fehler, der mir hin und wieder aufgefallen ist: verwenden Sie keine Marken in Patentansprüchen. Nehmen Sie den generischen Begriff. Nächster Fehler: vermeiden Sie sogenannte Means-plus-Function-Ansprüche. In den USA können solche Ansprüche nützlich sein, um eine Jury zu überzeugen, wie ein Anspruch auszulegen ist. Im Allgemeinen ist ein Means-plus-Function-Anspruch allerdings keine gute Idee, da die Gerichte dann oft auf die Beschreibung zurückgreifen, um eben den Sinngehalt des Means-plus-Function-Anspruchs zu interpretieren. Nächster Fehler: bestimmte Artikel und unbestimmte Artikel. Verwenden Sie bei der ersten Erwähnung eines bestimmten Merkmals, eines bestimmten Begriffs in den Patentansprüchen den unbestimmten Artikel und bei allen nachfolgenden Erwähnungen dieses Merkmals den bestimmten Artikel. Wenn man bei nachfolgenden Erwähnungen den unbestimmten Artikel verwendet, dann kann ein Gericht oder ein Amt dieses weitere genannte Merkmal als Alternative zu dem vorgenannten Merkmal ansehen, weil es eben durch einen unbestimmten Artikel erneut eingeführt wird und dann davon ausgehen, dass es zum Beispiel zwei Autos gibt, wenn man erstmal einem Auto sagt und dann nochmal einem Auto. Nun zu meiner Lieblingsstrategie, wie ich einen besonders starken Satz Patentansprüche für eine Erfindung formulieren kann. Schritt 1: ich identifiziere die relevantesten, zum Beispiel die 5 relevantesten Dokumente aus dem Stand der Technik. Schritt 2: ich identifiziere zu jedem dieser Dokumente möglichst viele Unterschiede technischer Natur, also entweder technische Unterschiede oder Unterschiede mit einer technischen Wirkung, und überlege mir zu jedem dieser Unterschiede den Vorteil, der mit diesem Unterschied verknüpft ist. Ich versuche, möglichst wenigstens 10 Unterschiede und nach Möglichkeit natürlich noch viel mehr zu jedem dieser Dokumente aus dem Stand der Technik zu identifizieren. Schritt 3: ich verwende dann das Merkmal, was möglichst alle Dokumente aus dem Stand der Technik von der Erfindung unterscheidet und suche mir dasjenige Merkmal oder diejenige Merkmalskombination aus, die am wenigsten leicht von Wettbewerbern umgangen werden kann. Dann nehme ich die weiteren Merkmale, die möglichst schlecht von Wettbewerbern umgangen werden können und noch möglichst breiten Schutzbereich bieten, in die Unteransprüche auf, und alle übrigen Unterschiede, die ich identifiziert habe, schreibe ich mit den zugehörigen Vorteilen in die Beschreibung. Unter diesem Video habe ich noch ein paar wichtige Ressourcen verlinkt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, wie man Patentansprüche formuliert. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind, dann abonnieren Sie meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen hoch. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.